Dann untersuchen wir mal die Situation. Ach, das ist gar kein Zimmer 100. Scheiße. Mann. Das Penthouse. Sag du. Manchmal ist Zimmer 106 wieder im Kopf. Ist auch das, was wir für den blauen Mann da herrichten sollten, glaube ich. Gut, das wird schon, als wäre der besoffen, aber egal. Weiß ja nicht mal, wo es ist. Das sieht nicht gut aus, ich sehe gar nichts. Hey. Schon weg, komm das direkt wieder. Wasserrohrbruch ist echt ein bisschen nervig. Weil man immer erstmal dorthin muss. Dann läuft man noch falsch. Da muss man wieder runter. Da muss man gehen. Wo man im Aufzug fast einschläft. Und da muss man ja wieder hoch, um sauber zu machen nochmal. Ich gehe das Zimmer aufräumen. Hier hinter der Rezeption ist eigentlich auch ziemlich unordentlich, aber zu uns. Da geht ja keiner rein, interessiert mich. Boah, immer nicht im Aufzug, wo ich gehe, das ist so langweilig. Diese endlose Ladezeit. Vor allem wäre es ja mal gut, wenn eine Etage geladen ist, aber wahrscheinlich würde das Spiel dann nicht mehr laufen, wenn die Etage geladen bliebe im Hintergrund. Ich glaube, diese Staubsaugerroboter bringen nicht so viel. Dann war so grün unterm Tisch. Hat einer den Tisch gekackt. Sauber. Hier auch. Hier eigentlich auch. Wasserrohrbruch habe ich jetzt keinen gefunden, aber egal. Er bräuchte mir noch einen Gast mehr, wir müssen jetzt unbedingt mein Zimmer fertig kriegen. Aber wir sind ja auf einem ganz guten Weg. Ich will hier schon mal einen Boden aus und die Keramik kacheln, weil dann mache ich nicht mehr hier gerade das alles. Scheinbar nicht runter. Steak ist bestimmt wieder nicht an einem. Ja, habe ich wohl die Wände vergessen? Huch. Doch, sie sind einen tatsächlich. Hier auch. Hier auch. Sehr erstaunlich.
Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Warum habe ich hier die Winde vergessen? Wie konnte das denn passieren? So. Machen wir mal das kleine Zimmerchen hier fertig vielleicht. Was brauchen wir denn hier? Auf jeden Fall ein Bett. Und vermutlich zu einem Nachtschränkchen. Aber keine Nachtschränke. So. Einen Tisch. Rein. So ein Beistelltisch. Ich will mal den hier, was ändert auch bei der Farbe. Ich finde die so ein bisschen komisch so. So hole ich den. Einen Sessel. Einen Schrank. Zwei Regale. Ich will hier mal gucken, ob ich so 5 Sterne erreiche. Jetzt zweimal ja. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das noch zählt und das jetzt wieder runtergeht, wenn ich zum Beispiel die Badewanne hier nehme. Weil die hier sind alle ein bisschen groß. Die ist ein bisschen kleiner. Bin ich jetzt bei Lampen? Ich habe gerade hier eine Lampe rein. Brauchen wir sowieso. Kriege ich nicht in das Bad hier rein. Schon wieder über Lampen. Nervt mich nicht. Was gab es hier an 5-Sterne-Dingern? Nee.
Wenn die Qualität jetzt runtergeht, interessiert keinen, oder? Ich will keine Probleme mehr. Ich könnte theoretisch noch versuchen, hier noch eine Dusche reinzukriegen. Fällt ja keinem auf, dass die halber in der Tür drin ist. So. Hilfe, ich stehe im Schrank drin. So, Zahnpasta noch. Ah ja, Mülleimer. Handtücher. Gut. Lampen haben wir jetzt auch. Ich gehe mal falsch rum. Spiegel ins Bad. Wenn ich die Tür finde. Oh, jetzt bin ich ja schon wieder hier weg. Schriftsteller der Golden Tisch, glaube ich, nur das mir jetzt gerade. Moment. So. Das sind ja immer dieselben Sachen, die wir hier brauchen. Irgendwann hat man es ja so ungefähr raus, was die hier wollen. Irgendwo habe ich auch da einen Couchtisch hingestellt. So. Tada! Haben wir jetzt mal mehr. Können wir auch gleich alles verbessern gehen, glaube ich. Ich glaube, wir alles einfach 10 Gäste gebraucht haben, ne? Etwas dunkel. 5.500 für so ein kleines Zimmer. Leck mich am Arsch. Ja komm, dann kümmern wir uns jetzt um den. Dann machen wir das mal. Ach so. In das kleine Zimmer soll ich jetzt noch einen Schreibtisch quetschen. Ein Schreibtisch überhaupt besonders ist. Eigentlich ist das hier für mich schon ein Schreibtisch.
Wie ist der überhaupt da hochgekommen, wenn unser Fahrstuhl immer noch kaputt ist? Das jetzt mal selbst reparieren. Haben wir hier so einen, ja, Staubsauger. Hier auch. Das war jetzt verwirrend. Dass man hier ständig woanders rauskommt, ist auch verwirrend. Ich gehe jetzt erstmal auf der Etage hier über Lampen aufhängen. Mittig her. Das ist etwas weniger Dialekt zu sagen. Hier war ich doch nicht. Okay. Das ist eine andere Lampe. Ich meine, die ist auch nicht schlecht, aber regnet es hier durch die Decke. So, da war ich aber. Und da auch. Gut, dann einmal die 1. Ist auch auf jeden Fall ein Staubsauger drin. 3, dann bin ich vielleicht mal weniger verwirrt. Scheint schon wieder Nacht zu werden. Rein vom Helligkeitsgrad. Und 4. So, haben wir wenigstens schon mal überall Licht. Wir haben 10 Gäste. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wo was ist. Dann können wir mal ein paar Sachen verbessern. Das ist nur die Möbel. Den Zimmerpreis ausmachen, meinte ich. Bin abgelehnt. Oh Gott, das ist nicht so meins. Ich weiß gar nicht. Das Sauna ist einfach ja Holz. Finde ich. So,
Da weiter nach oben. Das nächste Zimmer fertig machen. Ich eben so toll mit 405 angefangen habe, weil ich so schlau bin. Mein innerer Monk das auch so zulässt. Mache ich dann aber jetzt trotzdem auch gerade mit 406 weiter. Ich finde halt einfach immer, hier sollen die Einser anfangen für mich. Ich weiß nicht wieso. Mag auch sein, dass das total falsch in meinem Hirn ist. Mag auch sein, dass der ein oder andere da mir zustimmt. Wahrscheinlich eher nicht. Aber für mich ist das einfach so. Oh, muss ich jetzt mal wieder die andere Badewanne da auswählen und alles. Sonst hat das doch gehalten. Ich mach das jetzt mal ganz genau so vielleicht. Hallo? Ein bisschen anders ist es schon aufgebaut. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Hier geht mir auf den Sack. Warum denn nicht? Ich bin im Badezimmer und das ist ein Badezimmerschrank. Leck mich jetzt gerade am Arsch. Egal, ob hier ein super Schurke ist. Super Schurke ist das Spiel gerade. Warum geht denn das und das andere nicht? Leck mich doch. Was ist das der Unterschied? Jo, ist die Lobby wieder dreckig. Ich mich mal fragen, wozu haben wir eigentlich jetzt Zimmer im Service? Ist mir egal, ich will jetzt noch die Handtücher. Das war's nicht mehr. Ach, das war's auch noch dahin. Perfekt. So. So ist das Badezimmer schon mal fertig. Das Bett jetzt grün. Das hier ein. So.
Ja, schon hier. Bisschen ungünstig platziert, aber macht nichts. Vielleicht eben auch andere Regalbretter dran gemacht. Metall. Wahrscheinlich viel zu hoch eigentlich der Spiegel, aber egal. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich hier noch richtig bin. Ich gucke gar nicht mehr, was ich alles brauche. Ich mache einfach nur noch. Wieder mit. Und Pflänzchen. So, darf man noch hier eine hin. Gut, viel vorher, nachher gibt es da jetzt nicht mehr. Ne? Weil die waren ja halt vorher einfach nur leer. Habe ich hier noch an vergessen? Nur 72%? Kann ich sein. Moment, kurz hier rein. Bleibt aber wenn 20%. Kann ich sein, ich bin noch hier fertig, hier ist überall Farbe. Ich verarschen. Das Spiel hasst mich heute. Verstehe ich nicht. Egal, jetzt gehen wir mal die Lobby putzen. Bringt zwar ja im Grunde genommen eigentlich nichts, bevor das aufgehört hat zu regnen. Irgendwie schon. Ist ja dann immer weiter dreckig werden. Solange es noch regnet. Wäre eigentlich ein ganz klarer Fall für den Zimmerservice. Great job getting rid of the mud. The guests will be happy we took care of this. Gut. Dann weiß nicht, wie das Spiel mich nicht leiden kann. Gebe ich es vielleicht mal auf. Und mache hier eine kleine Aufnahmepause. Und also das Buch war irgendwie immer da durchgefallen, gell? Ich hatte doch so mal so eins. Was geht? Muss das nicht irgendwie gedreht werden eigentlich?
Dann bedanke ich mich wie immer ganz recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ich mal normal aufnehmen kann und hoffe nicht schon, dass das Spiel mich dauernd verarschen will. Ich fahre schon mal da hoch, weil der Aufzug so lange lädt immer. Starte ich nämlich gerade da. Und ja, bis dahin sage ich mal, ciao.